Und hier müsste das Bett sein. Da drunter? Nein. Dahinter? Da haben wir das Bett. Heyo, da sind wir wieder mal bei einer neuen Runde Bed Wars. Heute auf der Map Floating Islands, eine 4x4 Map. Und leider sind wir nur zu zweit. Okay. Und trotzdem hoffe ich, dass wir das irgendwie rocken. Mal kurz abklären, dass einer von uns hinten bleibt. Gut, dann wäre es jetzt schön, wenn wir erstmal schnell in die Mitte kommen. Und uns in der Mitte erstmal schnell ein bisschen Gold schnappen könnten. Wir sind deutlich langsamer als die anderen Teams, zumindest als das Team, was ich rechts gerade gesehen habe. Was aber nicht heißt, dass wir kein Gold bekommen. Ich glaube, ein Team ist schon in der Mitte. Wir bauen uns mal in die Mitte nach oben, dass wir uns gar nicht erst dort hochbauen müssen. Bringen mal unseren. Ach, unser Teammember hat scheinbar schon Eisen geholt. Nee, hat's nicht. Unseren Teammember hier das Eisen. Geben unserem Teammember das Eisen. Holen uns schnell einen Stick und eine Spitzhacke. Und einen Haufen Blöcke. Das wäre schöner, hätten wir noch ein paar Blöcke. Noch mehr Blöcke. Blöcke, Blöcke, Blöcke. Okay, wir haben trotzdem zwei Eisen aufgehoben, obwohl wir möglichst weit vorbeigegangen sind. Und dann wollen wir mal schauen, dass wir ein bisschen Gold für unser Teammember organisieren können, dass er zumindest ein Bogen, also er sie es zumindest einen Bogen haben kann. Ein bisschen höher müssen wir noch. Ja. Ist doch gut von der Höhe so. Okay. Dann lassen wir die sich erstmal kloppen. Und hoffen, währenddessen ein bisschen Gold mitnehmen zu können. Leider nicht. Schade. Aber zumindest haben wir einen Weg in die Mitte. Jetzt wäre es schlau, sich schnell mal zu equippen. Hat er in eine Kiste Eisen gelegt? Nee, hat alles Eisen wahrscheinlich verbraucht. Mir fiel eben gar nicht erst auf, dass ich nur einen Stick habe, als ich angefangen habe, den Gegner zu hauen. Deswegen, das war ein bisschen doof, den Gegner da zu hauen. Wollen wir mal schauen, dass wir schnell drücken. Rüstung haben wir schon alles, was wir im Moment holen können. Da sollten wir noch das da holen. Das beides tauschen, die Hälfte davon mal rausschmeißen. Und jetzt mal schauen. Da vorne hat sich, glaube ich, schon ein... Ja, hat sich schon einer aus Team Rot zu uns gebaut. Dann will ich gleich mal ein bisschen das Zeug wieder abbauen und unser Eisen schnell mit zurücknehmen. Dass wir hier mal schnell equipped sind. Zack. Holen uns schnell die beste Rüstung. Und holen uns das Schwert hier.
und holen uns noch eine Kiste für hier hinten. Damit wir nicht immer das Zeug einfach nur hinschmeißen, sondern alles auf eine Kiste tun können, was wir so nicht brauchen. So, gibt es noch einen Weg nach vorne? Ja, hier können wir noch nach vorne. Ist auch sehr schön. Und dann wollen wir doch mal mit unserem jetzigen Equip schauen, dass wir die Mitte einnehmen können. Beziehungsweise einnehmen wollen wir sie ja gar nicht. Wir wollen erstmal nur einen Bogen holen, um unsere Basis verteidigen zu können. Beziehungsweise damit unser Teammember unsere Basis verteidigen kann. Aber den sollten wir trotzdem irgendwie killen können. Ja, den haben wir gekillt. Haben 4 Gold bekommen. Und da will ich gar nicht nach mehr, also auf mehr warten. Und einfach mal losrennen zu unserer Basis. Ruth hat sich nicht wieder rübergebaut zu uns, das ist gut. Und da können wir gleich mal in unserer Basis unserem Teammember die 4 Gold geben. 4 Gold und das Eisen schnell gegeben. Und dann kann er mit dem Bogen hier aufpassen. Während wir weiter probieren, noch ein bisschen Gold zu bekommen einerseits und andererseits schauen, ob wir vielleicht mal ein Team angreifen können. Ich weiß gar nicht, wer jetzt gerade in der Mitte ist. Ich glaube, ein Roter und ein Blauer kommt gerade dazu. Der Blaue reagiert aber gar nicht, hat also scheinbar einen ziemlich großen Lag. Oh, der hat ein gutes Schwert, der hat ein echt gutes Schwert und hat uns leider gekillt. Schade. Aber ja, eigentlich relativ egal, da wir gleich wieder, ja, mal kurz gucken, dass keiner da ist, da wir uns ja gleich neu equippen können. Zack, 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 zack. Das da, das da. Und das da. Holen uns noch einen Stick und noch eine Spitzhacke. Glitzerkleines bisschen Essen. Und hier die Blöcke. Dann wollen wir mal davor gehen. Unser Teammember hat währenddessen schon den Bogen. Das ist doch sehr schön. Jetzt demnächst nochmal zurückkommen sollten. Ja, der hat gelbes Bett verloren. Wir haben unser Bett noch. Heißt, jetzt fehlt nur noch blau. Noch blau zum Bett. Blau ist links von uns. Irgendwer schießt gerade mit dem Bogen auf uns. Ich weiß auch nicht wer. Rot ist komplett draußen. Da leckt das Spiel gerade ein bisschen. Warum leckt das Spiel gerade? Okay. Wir sammeln erstmal all das Gold hier. Und hoffen, dass sich das Spiel wieder fängt. Na, na? Irgendwie leckt das Spiel nur so, wenn Open Broadcaster läuft. Immer mal. Aber wirklich nur immer mal. Na, schaffe ich es hier rein? Lege ich mal das Zeug, was ich mitgebracht habe, hier rein und gehe mal wieder vor. In der Hoffnung, dass wir es irgendwie. Trotz müssen Frames. Ich schau mal kurz nach. 10 Frames. Trotz 10 Frames pro Sekunde es irgendwie hinbekommen. Oh, das wird noch richtig interessant. Jetzt wäre es wirklich noch schön, blau rauszuhauen. Aus gelb. Ich würde aber gerne zu blau. Blau hat nur den Weg oben, okay. Mein Spiel laggt immer noch. Und ihr seht es wahrscheinlich genauso flüssig wie ich. Ihr könnt euch daher vorstellen, wie schön es ist, das Spiel so zu spielen.
Und wir probieren jetzt weiter blau anzugreifen. Und hier müsste das Bett sein. Da drunter? Nein. Dahinter? Da haben wir das Bett von blau abgebaut. Sehr schön. Leider leckt unser Spiegel so extrem. Sonst würde ich nicht einfach nur runterlaufen. Okay, aber wir haben das Bett abgebaut. Heißt, wir sind das einzige Team mit Bett. Und sollten jetzt eigentlich allein durchs Verteidigen es schon schaffen, die Runde zu gewinnen. Freue ich mich mal gerade bei meinem Teammember. Ja, und jeder, der jetzt stirbt, ist halt schön draußen. Und Gott, leckt unser Spiel. Unser Spiel gerade des Todes leckt. Warum leckst du so? Die Kettenbrust nehme ich mit und die Sachen nehme ich mit. Und dann hole ich mir noch ein schönes Schwertchen. Leg die 10 Eisen hier rein. Dann könnten wir es langsam mal überlegen, einen Bogen zu holen. Ich wollte gerade sagen, jetzt läuft es ja wieder flüssig. Und in dem Moment wollte es wieder nicht mehr flüssig laufen. Moment. Unser Teammember ist gerade unter starkem Schuss. Heißt, ich werde mal schnell einen Bogen holen. Schauen, dass ich meinem Teammember trotz der großen Lags irgendwie helfen kann. Leider sehe ich gar keinen. Wer hat dich beschossen? Okay, ich mache hier mal eine Sekunde, einen Schnitt. Drück hier Pause. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Und da sind wir wieder im Spiel. Hoffentlich läuft es jetzt ein bisschen. Ja, ein bisschen flüssiger ist es. Nicht ganz flüssig, aber es ist schon flüssiger geworden. Wir sollten uns noch Nahrung und Blöcke mitnehmen. Unser Teammember baut uns gerade eine schöne Festung. Das ist doch echt schön. Haben wir hier noch irgendwas drin? Ein Eisen. Und jetzt haben wir gerade 1000 von den Dingern aufgehoben. Oh mein Gott. Ja, wenn den ganzen Scheiß die ganze Zeit keiner aufhebt. So, dann wollen wir mal wieder... Na, ich leg meinen Bogen auch mal zurück. Da wir jetzt einfach nochmal vorgehen und hoffen, nochmal Gold zu bekommen. Oh, hier ist ein Haufen Eisen. Das lege ich uns einfach mal auf den Weg. Dass wir dann nachher dran denken, das wieder mitzunehmen. Und schauen mal, ob wir irgendwie noch raushauen können. Da ist einer aus Team Gelb. Den haben wir gekillt, sehr schön. Da ist noch einer aus Team Gelb. Der probiert uns mit dem Bogen in die Mangel zu nehmen. Wir schauen, dass wir mal... Na, wir können nicht mehr recken. Wenn uns noch einmal trifft, war es das für uns. Wenn uns noch einmal trifft, war es das wirklich für uns. Wir sammeln einfach noch ein bisschen Gold schnell. Probieren irgendwie zurückzukommen. Ja, 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 ja. Und da hat sich, wurde der Gelbe gerade von einem Blauen gekillt. Das ist doch sehr schön. Jetzt sind wir, glaube ich, unter Beschuss. Und zwar nicht von unserem Teammember. Aber wir haben auf ein Eisen und ein bisschen Gold zurückgebracht. Das ist doch sehr schön. Und werden jetzt angegriffen von einem Blauen. Ich nehme hier mal schnell unseren Bogen raus. Haben wir getroffen. Treffen wir nochmal.
sehe leider gar nicht, wo meine Pfeile überhaupt an. Ja, so treffe ich ihn. Sehr schön. Einmal oder so müssten wir ihn noch treffen. Ein Stück höher. Ein Stück höher noch. So treffen wir ihn. Na, na. Komm. Treffen wir nochmal. Wäre schön, ihn nochmal zu treffen, weil wenn wir ihn getroffen haben, ist er halt einfach draußen. Ah, da unten kommt meiner. Ich glaube, Blau probiert uns jetzt im Allgemeinen anzugreifen. Und ein bisschen zu belagern. Oh, 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 er steckt mir ganz schön ein. Aber wir dürfen uns einfach nicht killen lassen. Solange wir uns nicht killen lassen, sollte das eigentlich kein Problem werden. Oh, 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 oh. Jetzt müssen wir aufpassen. Da der nächste Treffer uns einfach killen wird. Oh, und da wurden wir runtergehauen. Also wurden wir gekillt. Ich schaue, dass ich mir jetzt einfach mal ein paar Sticks hole. Ich weiß nicht, wie es unserem Teammember geht. Aber ich rüste mich jetzt einfach mal mit haufenweise Sticks aus. Schön ist, wir haben dabei nichts, aber rein gar nichts zu verlieren. Während bei ihnen einfach jeder stirbt, der runterfällt. Und da haben wir drei runtergeschmissen, weil sie einfach so dämlich waren und direkt bis zu mir gelaufen sind. Und haben die Runde gewonnen. Und ich denke, das reicht für heute. Wir sehen uns wieder morgen in der Runde Aura. Ja, der PvP Aura Map hier auf dem Grammar-D-Server. Und übermorgen wieder Syndicate Games. Und ja, wenn euch die Runde eben gefallen hat, trotzdem Cut, dann lasst doch mal eine kleine Bewertung da, würde mich freuen. Oder schreibt einfach ein paar Kommentare, was ihr meint, was ich besser machen könnte. Ich freue mich über jeden Kommentar, über jedes Like, vor allem, weil jeder Like bei mir auffällt, bei durchschnittlich einem Like bisher. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder, beziehungsweise ihr seht mich morgen wieder. Bis dann. Ciao.